Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute wird es ein Video geben, wo wir wieder live in die Läden gehen, wo wir wieder live resellen. Wir schauen, ob nach Corona das Live-Reselling überhaupt noch möglich ist. Wer weiß, ich war jetzt seit 2 Monaten nicht mehr in den Läden unterwegs. Gibt es dort überhaupt noch Waren? Gibt es vielleicht überschüssige Waren, wo man super Deals macht? Das alles werden wir in diesem Video sehen. Außerdem gibt es eine kleine Challenge. Wir versuchen mit 100 Euro, 500 Euro zu machen. Und ja, gleich mal vorweg, aus 100, 500 Euro zu machen, ist enorm, enorm heftig. Also du kannst es nicht erwarten, außer du hast mega Glück, dass du um 100 Euro einen Artikel kaufst und den dann um 500 weiterverkaufst. Das funktioniert wie so eine Treppe. Du kaufst einen Artikel um 10, verkaufst den um 20. Dann hast du 20 zumindest hin und so weiter. So funktioniert das Ganze. Aber wer jetzt denkt, okay, ich nehme jetzt 100 Euro, kauf was und hab 500, das funktioniert nicht. Da ist sehr, sehr viel Zeit, Wissen und auch Geduld natürlich dann im Verkauf notwendig, um das zu schaffen mit Live Waren in Anführungszeichen, die neu sind. Natürlich auf dem Flohmarkt und so weiter geht das viel, viel einfacher wie mit Waren, die man im Laden neu OVP kauft. Dafür sind die Waren im Laden, wie gesagt, neu in OVP und da hat man weniger Probleme mit dem mit den Refunds zum Beispiel. Das ist wieder der Vorteil. Dafür bekommt man weniger Gewinn raus. Das ist wie überall im Leben, desto mehr Risiko man nimmt, desto mehr Gewinn kann man erwarten. Und ja, die Neuwaren sind halt nicht viel Risiko, dafür gibt es auch nicht so viel Gewinn. Aber ihr werdet sehen, wenn alles nach Plan läuft, werden wir da auch einige super Waren finden. Ich stelle euch jeden Laden vor, wie man das Ganze vorbereitet. Ich kann nicht jetzt einfach so losfahren und erwarten, okay, jetzt finde ich da die Deals. Wie man das Ganze plant, beziehungsweise wie ich die Route geplant habe, das kommt jetzt gleich nach dem Intro. Das hier ist das Intro. Also gleich danach blende ich euch das ein an der Tafel, wie ich das geplant habe. Und jetzt geht es dann direkt los. Erst noch kurz die Erklärung, jetzt gleich und dann geht's in die Läden, meine Freunde. Ich bin super motiviert. Ihr könnt sehen, wir haben es 8.32 Uhr. Ich halte hier unten die Nachrichten zu 8.32 Uhr und das Datum sieht man auch. Also ihr könnt sehen, dass ich es heute mache und nicht, dass ich die ganze Woche schon unterwegs bin und Sachen suche, sondern wirklich heute an diesem Dienstag 5 Stunden Zeit. Und jetzt geht's los, meine Freunde. Ich wünsche euch extrem viel Spaß mit dem Video. Natürlich würde ich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr kommentiert und wenn ihr den Kanal abonniert für weitere solche Videos. Ihr seht gerade, es regnet schon wieder in Österreich. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Wetter in Österreich los ist. Irgendwie regnet es immer. Es ist Juni und es regnet die ganze Zeit. Warum regt mich das auf? Weil ich nicht auf die Flohmärkte kann, weil es halt einfach unangenehm ist, dort zu filmen, wenn es regnet, wenn du nass bist, wenn der Ton nicht passt und so weiter. Jetzt hoffen wir, dass es schöner wird, weil dann gibt es sehr, sehr viele solcher Live-Videos auf dem Flohmarkt. Aber jetzt mal in den Läden. Viel Spaß mit meinen Freunden. Bis gleich. So, meine Freunde, bevor wir jetzt mit dem Live-Reselling starten, will ich noch ganz kurz auf den Plan eingehen, den man sich machen sollte, um einfach nicht Zeit, Geld und ja, um einfach nicht seine Zeit zu verschwenden und unnötig Benzin zu verfahren und so weiter. Wenn man jetzt eine Live-Reselling-Tour macht, dann sollte man das natürlich gründlich durchplanen. Ich habe 2 Routen, eine, wo eher größere Shops in Anführungszeichen sind und bei der zweiten Route, die ist ein bisschen kleiner, die geht so in 1,5 Stunden durch, da fahren wir die kleinen Shops sozusagen ab. Das ist jetzt die große Runde, die wir machen. Da ist ein Smith Toys dabei, dann geht es zu Maximarkt, Saturn, GameStop, Müller, Mediamarkt. Also diese Shops fahren wir ab, das sind insgesamt 6 Stück. Und ich würde euch dann raten, nehmt euch einen A4-Zettel, macht das ganz genau gleich, schaut, wo fahrt ihr hin, dann schaut ihr auf die Seite, auf die Internetseite von den Jobs und schaut nach, ob ihr im Internet nicht irgendwelche Angebote findet, die ihr dann sofort mal mitnehmen könnt, bevor ihr überhaupt an die versteckten Schnäppchen zu schauen beginnt. Was meine ich mit versteckte Schnäppchen? Es gibt so oft, wie letztes Mal das Beispiel von einem Mitglied von uns, der hat ein Bild gepostet, der hat dann noch so Glurak-Tinboxen einfach wo gefunden. Da sind ein paar rumgelegen. Die sind jetzt einfach das Dreifache schon wert von vom UVP. Er hat aber die zum UVP bekommen. Das meine ich mit versteckte Schnäppchen. Und als erstes schauen wir im Internet, recherchieren, ob wir noch irgendwelche Vor-Ort-Gutscheine bekommen. Manchmal gibt es auch einen Coupon vor Ort oder nur Deals, die genau in diesem Laden sind und so weiter. Da schaue ich einfach nach. Wie kann ich herausfinden, ob das der Laden ist, wo ich dann hingehe? Die meisten haben so eine, zum Beispiel bei Müller gibt man die Postleitzahl allein und dann bekommt man die Angebote von diesem Markt, weil die Angebote sind auch marktabhängig. Manche Märkte haben halt genau dieses eine Angebot, weil sie dann auch aus der Flagge hatten, was der andere Markt dann nicht hat, obwohl es der gleiche, also ein Müller ist, aber der eine ist halt in dem Ort und der andere in dem Ort. Deswegen recherchieren wir da im Internet noch vor, machen uns die Strecke. Wie soll das Ganze funktionieren? Es soll nicht jetzt, ich fahre dahin, dann muss ich da zurückfahren, sondern es soll wirklich in einem durchgehen.
Also bei uns ist wirklich so, wir fahren zu Smith Toys, dann genau daneben ist Maxmarkt, dann genau daneben Saturn, dann fahren wir wieder ein Stück, da ist der GameStop, dann genau daneben Müller und genau daneben der Mediamarkt. So machen wir das und da haben wir eine, wie ich hier aufgezeichnet habe, eine Runde, verschwenden weder Zeit noch Geld in Form von Benzin. Ausrüstung, es ist enorm wichtig, wir gehen nicht campen oder so, also keine Sorge, aber es ist enorm wichtig, eine Powerbank dabei zu haben. Natürlich Handy habe ich ja hingeschrieben, das wäre das Erste, um einfach dann mit Apps wie zum Beispiel der eBay-App das scannen zu können, Amazon Seller Center das scannen zu können oder auch zum Beispiel bei Brickpicker oder wo auch immer nachzuschauen, wie halt wie der Wert des Sets ist, ob es sich lohnt zu kaufen, wie die Minifiguren da drin sind. Wir haben auch Tabellen, die ich am Handy habe, die wir uns mitnehmen. Da kann man dann immer schauen, nur zur Hilfe. Das meiste weiß ich natürlich auswendig, beziehungsweise ich habe da schon ein gutes Gespür davon. Davon, dafür, glaube ich, dafür passt. aber trotzdem habe ich das immer gerne dabei. Die Powerbank ist sehr wichtig oder man hat halt im Auto so einen Stecker, wo man es dann ansteckt, wenn man zu den anderen Läden fährt. Und was haben wir noch? Der Plan. Der Plan ist das A und O, also das Ganze ist eigentlich, gehört zum Plan natürlich. Man muss sich die Route machen, man muss sich die Ausrüstung zusammensuchen am Vortag, wenn man in der Früh losfährt. Am besten ist, man kommt auch wirklich in der Früh zu den Läden, wenn die aufsperren. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Der Plan, was kaufen? Natürlich könnt ihr reingehen und alles kaufen, dass ihr sofort flippen könnt. Ihr kauft einfach alles. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt einen Shop, wo ich auf Karten spezialisiert bin, dann natürlich schaue ich, wo gibt es Kartenangebote hier und schaue nicht. Natürlich kann ich dann einen Artikel mitnehmen, wenn er extrem günstig ist, aber dann biete ich den nicht auf meinem Shop an. Also da bitte schauen, weil das ist nämlich enorm wichtig. Manche verstehen nicht, dass das Shop-Konzept, wenn ich jetzt ein Shop-Konzept von Lego habe, ich habe nur Lego-Artikel, Polybags und so weiter, und dann sehe ich einen super guten Deal, irgendein Shirt und mische das dann da rein, dann bekommt ihr den Sale richtig schwer. Weil wer sucht auf dem Lego-Shop nach einem Shirt, auch wenn ihr das random findet, sieht der, bietet nur Lego an und hat da so ein Shirt drin, komisch, kaufe ich nicht. Also wirklich aufpassen, Preis ist nicht gleich Preis, es kommt auch darauf an, auf welchem Shop es angeboten wird, meine Freunde, wichtiger Tipp. Und Geld, na klar, man setzt sich ein Budget, ich würd ein Budget setzen, jeden würde ich das raten, dass er sich ein Budget setzt, weil ansonsten verfällt man leicht in so einen Kaufrausch und kauft viel zu viel und hat dann nämlich irgendwie Probleme. Also setzt euch ein Budget, wie viel Geld ihr ungefähr ausgeben wollt. Natürlich, wenn es irgendein enorm heftiger Deal ist, wenn es zum Beispiel so Tinboxen, so Glurak-Tinboxen da sind, es sind 20 Stück für 24 Euro da, dann nehme ich die 20 mit, auch wenn ich da 500 Euro bezahle. Aber das habe ich so schnell wieder drin. Also da ein bisschen nachdenken, nicht in den Kaufrausch verfallen und euch auch nicht unter Druck setzen lassen, wenn ihr mal nichts findet oder so. Ihr müsst nichts kaufen. Schaut da einfach, kombiniert dann noch Newsletter, Bonusangebote und so weiter. Findet ihr dann im Internet auf Preisjäger oder MyDeals. Sucht ihr gezielt nach Gutscheinen oder bei Coupon, glaube ich, heißt das in Deutschland. Sucht wirklich gezielt nach Gutscheinen und so kombiniert ihr das Ganze und so seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr habt dann am Abend schon so einen kleinen Plan vorbereitet. Da freut man sich dann auf den nächsten Tag, da schläft man gut. Man weiß, man hat alles dabei und dann kann es losgehen mit der Reselling-Runde. Und das ist das Stichwort. Wir fangen jetzt auch an, meine Freunde. Los geht's. Wie ihr sehen könnt, meine Freunde, immer wenn ich unterwegs bin, unbedingt würde ich euch auch als Tipp mitgeben, hört ein Hörbuch, jetzt wollte ich gerade sagen, lest ein Hörbuch, wird ein bisschen schwierig, nein, wie gesagt, nutzt die Zeit sinnvoll, wenn ihr da vielleicht 20 Minuten fahrt, könnt ihr euch 20 Minuten weiterbilden, ohne irgendwie Zeit in Anführungszeichen zu verschwenden. Natürlich ist Weiterbildungszeit keine Verschwendung, aber so kann man das doch perfekt miteinander kombinieren. Man fährt, sucht Waren und während man fährt, hört man sich ein Hörbuch an, bekommt gute Infos, guten Input und ja, wie gesagt, wollte ich euch noch ganz kurz am Rande mitgeben. So meine Freunde, ich bin jetzt gerade beim ersten Geschäft Center angekommen. Hier gibt es einen Saturn, hier gibt es einen Smith Toys und hier gibt es so ein Sportwagengeschäft, wo man auch richtig nice Deals machen kann. Ich drehe mich mal ganz kurz, hier seht ihr hinter mir und das bedeutet, wir schauen jetzt rein. Als erstes gehe ich zu Smith Toys, dann zu Saturn und dann in das Sportwagengeschäft, um eventuell den ein oder anderen Deal abzugreifen. Ich hoffe, man kann das hier verstehen. Wie gesagt, echt scheiß Wetter heute. Ich bin im kurzen Shirt unterwegs. Wir schauen jetzt rein und schauen, was geht. So, meine Freunde, direkt im Laden angekommen, natürlich in die Lego-Abteilung. Und dort gab es auch noch Dinge wie den Hogwarts Express oder die großen Hallen zum Beispiel. Gab es da noch für die Leute, die das fürs End of Life kaufen wollen. Und auch hier die Lego Friends zum Beispiel. Und ja, Speed Champions gab es diesmal keine. Letztens habe ich ja da den... Ich glaube, den McLaren habe ich da abgegriffen, den Orangenen, ihr wisst noch, was ich meine. Dann weiter zu den Spielen. Dort gab es ein paar Spiele, die ungefähr so 10 Euro um den Preis gelegen haben. Wollte ich dann aber nicht mitnehmen, weil ich einfach keinen Shop habe, wo das perfekt reinpassen würde, beziehungsweise
Ja, wie gesagt, der Preis war einfach zu gering, also die Vergünstigung war zu gering, dass sich das für mich lohnen würde. Dann habe ich hier ein paar spannende Artikel gefunden, Harry Potter, so Gläser, wie ihr sehen könnt, die werden sehr teuer auf eBay angeboten und hier sind sie enorm günstig in Anführungszeichen, aber dann verkaufte Artikel gefiltert und wurde bis jetzt nur einer verkauft um 8 Euro, 11 Euro Versandkosten. Ja, könnte man mitnehmen, könnte man anbieten. Auch wir haben zum Beispiel diesen fliegenden Schnatz, glaube ich, heißt das Ding, haben wir auch bei mir im Carshop verkauft bekommen. Dann weiter zu den Hot Wheels. Dort kann ich euch sagen, gibt es wirklich Leute, die das immer wieder kaufen. Und die könnte man mitnehmen oder hätte man mitnehmen können. Ich habe jetzt zurzeit keine Verwendung dafür, aber ich wollte euch nur das zeigen, dass es immer wieder Deals gibt, wenn man ein bisschen schaut. Die Hot Wheels kosten hier 3,99 bei eBay ca. 8 bis 9 Euro. Also die könnte man mitnehmen. Also ich habe es nicht gemacht an dem Tag, weil ich einfach zurzeit keine Verwendung oder keinen passenden Platz im Shop dafür habe. Dann habe ich noch ein bisschen weitergeschaut, habe mich ein bisschen umgeschaut, wie ihr sehen könnt, aber nicht wirklich was gefunden, was sich lohnen würde mitzunehmen. Da war ich schon enorm enttäuscht hier zu diesem Punkt. Am Ende habe ich dann doch noch eine Kleinigkeit wenigstens bei Smith Toys gefunden, aber der große Bringer war leider hier nicht da. Grundsätzlich kauft aber dann auch nicht meine Freunde, wenn ihr nur damit ihr was habt. Hier diese Funko Pop Figur um 9,99, die verkauft sich Bibel zwischen ja, 20 und 25 Euro, wie ihr sehen könnt. Die habe ich dann mitgenommen. Natürlich nicht so oft verkauft worden, aber ich habe sie mitgenommen, weil sie perfekt in den Shop passt, den wir jetzt aufziehen. Und ja, wie gesagt, da finde ich Platz dafür. Hier wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, dass 50% Rabatt nicht gleich ein super Sale sind, weil die waren alle 50% reduziert, waren aber bei eBay noch günstiger drin. Also ihr könnt gerne mal nachschauen. Also 50% Rabatt ist nicht gleich super Sale, meine Freunde. Bitte. So, meine Freunde, erster Laden ist durch. Wir haben hier die Funko Pop Figur mitgenommen für 9 Euro. So eine Special Edition, Marvel Special Edition, ihr habt es gesehen, ist auf eBay, wurde sie die letzten 4 Mal, also kann ich euch genau sagen, am 22.05. für 22 Euro, am 20.04. für 25 Euro plus 10 Euro Versand wurde im Preisvorschlag akzeptiert, dann nochmal für 22 aus Großbritannien und einmal am 3.04. In Deutschland für 25 Euro und 10 Euro Versand und davor wurde sie auch etliche Male günstiger verkauft. Also wie gesagt, hier werden wir ungefähr oder hier können wir, wenn es zum Shop passt, jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ihr könnt jetzt nicht so eine Figur in einen Shop, wo ihr nur Computer verkauft, reinstellen, obwohl da passt es auch noch besser wie in einen Shop, wo ihr nur Shirts verkauft. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. So eine Figur könnt ihr in einen Shop geben, wo ihr Games verkauft und Merchandise, also wo ihr Merches auch noch verkauft, da passen Funko Pops rein. Ich habe die mitgenommen wegen der Special Edition, 9 Euro ist okay. Ich denke mal, hier können wir so 5 Euro Profit rausschlagen, das bedeutet Reingewinn nach Abzügen der ganzen Kosten. Wir verdienen natürlich beim Versand wieder ein bisschen mit, wenn wir nach Deutschland verschicken, weil wir direkt über die Grenze fahren, das haben die meisten von euch natürlich nicht. Aber wir können hier ungefähr 5 Euro Reingewinn, also 5 Euro Gewinn aus dieser Figur rausholen. Das wären 50%, was unserer Meinung nach in Ordnung geht. Deswegen haben wir die mitgenommen. Nichtsdestotrotz war es ein Reinfall bei Smith Toys. Die hatten gar nichts am Start, nichts reduziert. Kauft wirklich nur Artikel, die in euren Shop passen. Wenn ihr alles Mögliche verkauft, wirklich gemischt, dann könnt ihr jeden Artikel kaufen, in Anführungszeichen. Aber es verkauft sich natürlich besser, wenn so ein Artikel neben etlichen anderen, vielleicht Brickheads, Funko Pops und so weiter steht. Das kann man auch schön mischen, wie wenn jetzt das Ding zwischen Shirts und Sneaker rumsteht. Also wie gesagt, wir werden 5 Euro Reingewinn machen. Ich werde es jetzt unten einblenden. Und ja, gehen wir weiter. Jetzt geht's zu Saturn. Und im Anschluss geht es noch in den Sportladen. Und dann haben wir hier dieses Einkaufszentrum fertig. Ich hoffe, es wird besser. Wie gesagt, das war halt der einzige Deal, den man so mitnehmen konnte. Ansonsten gar nichts. Also auch in den Restposten sozusagen war nichts drin. Sehr, sehr komisch. Aber naja, weiter geht's, meine Freunde. Immer positiv bleiben. Bis dann. Beim Maximarkt war es dann richtig nice. Ich bin direkt zum Restposten ja, Korb gegangen. Da gibt es natürlich immer Prozente. Plus es gab noch 20% auf alle Spielwaren, was mir natürlich in die Karten gespielt hat. Und was ich da mitgenommen habe, das zeige ich euch nachher gleich im Auto. Ja, ich würde immer euch raten, schaut da durch und kombiniert dann auch zum Beispiel, wenn es 20% Rabatt gibt, dann bekommt ihr trotzdem einen Rabatt noch auf das Reduzierte drauf. Das ist enorm heftig und so kann man richtig gute Deals machen, meine. So, meine Freunde, nun habe ich einen super Deal gefunden, meiner Meinung nach einen echt coolen Deal beim Maximarkt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder nicht, ihr habt es gerade gesehen, ich war drinnen
Und wir haben hier dieses Playmobil City Action Teil bekommen, das mit 13,99 ausgeschrieben war. 30% Rabatt gab es da schon drauf. Und ihr habt es gesehen, 20% gab es dann nochmal drauf. Maximarktaktion. Das bedeutet 4,20 für die 30% und dann nochmal 2 Euro für die 20%. Und schlussendlich haben wir irgendwas mit 7 Euro. Ich kann es ganz kurz ausrechnen hier. Ich glaube 7 Euro dafür bezahlt. Ich habe es da drin schon ausgerechnet, ich rechne es jetzt nochmal kurz. 7,83 Euro haben wir dafür bezahlt und ich habe jetzt eBay offen. Also die werden angeboten 15,99, 17,99, 19,99. Das hat sich gelohnt. Grundsätzlich würde ich euch raten, wenn wo bei einem Markt generell auf alle Spiele an 20% reduziert ist oder ausgeschrieben ist, wie gerade eben, dann sucht nach genau solchen Aufklebern noch, weil dann könnt ihr die Reduktion kombinieren und das ist halt nice. Warum habe ich das jetzt mitgenommen? Es gab so viele andere Dinge, die man noch mitnehmen hätte können, aber das passt halt in unseren Shop rein und in unseren Spielwaren-Lego-Shop passt das rein. Wir haben jetzt schon eine kleine Sparte mit Playmobil aufgemacht, weil die Reduktionen immer da heftigst sind bei Playmobil, viel heftiger wie bei Lego und da wird das Ding reingehen und wird sich natürlich verkaufen, auch wenn es ein bisschen dauert, von mir aus vor Weihnachtszeit, wenn ich da 17, 18 Euro draus mache, für 7 Euro bekomme, das passt perfekt, das war ein super Deal. Hier habe ich nochmal die Rechnung, da kann ich euch zeigen, ich falte das hier unten ab, weil ich habe noch einen Rebull, obwohl ich kann es euch einfach so zeigen. Ich hoffe, die Cam fokussiert irgendwann mal. Ja. So, hier könnt ihr es sehen. Meiner Meinung nach super Deal, wird verkauft, wird, ich glaube, wir werden es inserieren mit 17,99 und Preisvorschlag und für 7 Euro haben wir es bekommen, also alles safe. Dann ging es noch ganz kurz zu Saturn, natürlich gleich wieder zu den Restposten und ja, ihr seht, die sind ziemlich leer, ich glaube, ihr seid da ein bisschen unterwegs, meine Freunde, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe natürlich was gefunden, was das ist, das zeige ich euch jetzt dann gleich. So, meine Freunde, jetzt war ich auch noch bei Saturn drin, dort gab es nur einen Artikel, der für mich interessant war, beziehungsweise es gab schon mehrere, aber einer war halt besonders interessant, nämlich dieses Teil hier, das ist so ein Home Pro Komplett Haircut Kit. Gab es für unter 15 Euro dort. Und ihr könnt gerne mal bei eBay nachschauen. Also ich mache das jetzt noch kurz hier live, sozusagen. Im Geschäft ist es immer blöd mit der Maske, nämlich da kennt mein iPhone den Gesichtsscan nicht und dann hängt sie sich immer auf. Hier wird es angeboten zwischen 33 und, ja, hier einmal überteuert, 60 Euro, aber 33 und verkauft wurde es schon um 31,99, 31,99 mit 10 Euro Versand in Deutschland. Also hier könnt ihr es sehen und für unter 14,99 haben wir es bekommen. Also das wird ein super Deal werden, nicht nur Spiele, ich wollte das einfach mal mitnehmen, damit ihr auch sehen könnt, dass man auch so etwas verkaufen kann, beziehungsweise auch so etwas verkauft. Wir fahren jetzt weiter. Haben natürlich noch nicht genug. Wir haben jetzt, ich weiß nicht genau, ich schreibe es eh unten drunter, wie viel Gewinn in Anführungszeichen wir uns aus diesen Sachen erwarten, beziehungsweise wie viel, dass man hier rausziehen kann. Aber noch nicht genug, um irgendwie auf 500 Euro oder ansatzweise 500 Euro zu kommen. Deswegen geht es jetzt weiter und ich bin gespannt, was der Tag noch bringt, meine Freunde. So, meine Freunde. Wir waren jetzt schon bei drei Läden, wie ihr gesehen habt. Der große Hit ist aber noch ausgeblieben, beziehungsweise wir haben den Mega-Deal noch nicht gemacht. Jetzt geht's weiter. Hier gibt es einen GameStop, wo es immer richtig heftige Deals gibt. Dann gibt es hier noch einen Müller, wo wir unseren Polybags umschauen. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Und im Mediamarkt gibt es noch ein paar andere Secondhand-Läden. Also jetzt schauen wir, dass wir den richtigen Hit abgreifen sozusagen. So, meine Freunde, bei Müller haben wir uns jetzt die Polybags geholt, wie erwartet. Ich sage euch dann, für was die gut sind, beziehungsweise wie man da guten Gewinn machen kann. Und erzähle euch dann auch noch eine kleine andere Story zum Thema Polybags. Also bleibt definitiv noch dran. Am Ende wird alles zusammengefasst und da gibt es noch ein paar wichtige Tipps für euch. So, Freunde, ich kann es einfach nicht glauben. Das ist der Ball. Den ich zum Kicken habe, den habe ich nicht gekauft. Aber ich zeige es euch nachher ganz genau, was ich hier bekommen habe. Und das ist der enorme Hammer. 249 Euro für die Cyberpunk Xbox X. Also Xbox One X. Also die hat das Cyberpunk Design. Und für 249, letztes Stück beim Mediamarkt, war reduziert genau um die Hälfte. Statt 499, 249. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das Glück ist ziemlich oft auf meiner Seite, das freut mich einfach total. Aber das Ding, ich weiß nicht, ob ich es verkaufen kann.
Ich glaube, das kommt bei mir ins Regal. Das sieht nämlich so richtig, richtig heftig aus. Das sieht sich das Ding an. Jo, dann habe ich hier noch eine C64 bekommen. Eine 79. Und hier habe ich noch ein paar Karten bekommen. Das zeige ich euch dann später. Wie gesagt, Zusammenfassung gibt es dann zu Hause. Aber wir haben es geschafft. So ungefähr. Ich weiß nicht genau, ob wir 500 dafür bekommen. Aber zu 450 bis 500 sind hier definitiv drin. So, meine Freunde, jetzt ganz kurz zur Zusammenfassung. Das Video ist schon enorm lang. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung, beziehungsweise zu dem ganzen Hintergrund in dem Video. Grundsätzlich will ich euch immer den maximalen Mehrwert weitergeben, meine Freunde. Und deswegen wollte ich einfach, dass enorm viele Leute dieses Video schauen, auch mit dem Instagram-Post und so weiter. Das war natürlich alles von mir langerhand geplant. Nee, Spaß, ich habe es halt einfach gestern gepostet. Gestern. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Und der jetzt denkt, okay, 100 Euro nehmen, 500 Euro an Neuwaren bekommen, das läuft so einfach nicht, meine Freunde. Es ist ein langwieriger, in Anführungszeichen, langwieriger Prozess. Ich war den ganzen Tag unterwegs, habe gefühlt, also nicht nur gefühlt, ich schätze mal 500 bis 1000 Artikel gescannt, um dann die 10 Artikel hier zu bekommen. Ich kann euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Was wollte ich mit diesem Video bezwecken? Erstens mal natürlich euch den maximalen Mehrwert mit ein bisschen Entertainment, beziehungsweise einfach ein bisschen, dass ihr die Läden ein bisschen wieder seht. Ist einfach auch nice, wenn man so lange nicht mehr rausgekommen ist, in Anführungszeichen, in Corona, ihr wisst, was ich meine. Und grundsätzlich, wenn man nicht viel Kapital hat, dann sollte man das genauso machen wie wir in diesem Video. Man kauft sich eine Funko Pop Figur, verkauft mit 5 Euro Gewinn, dann kauft man sich Playmobil, verkauft das für 7 Euro Gewinn, dann kauft man sich, was habe ich hier noch? Die Yu-Gi-Oh! Duel Devastator. Devastator, spricht man das aus? Habe ich für 19,99 gekauft beim GameStop, in Linz beim GameStop. Und ja, gehen für 35, kann man auch wieder einen 10er pro Box gewinnen, nach Abzügen. Dann, was haben wir noch gekauft? Auch im GameStop, Sonic Collectors Edition, 29,99, geht für einen 50er weg. Ihr fragt euch jetzt, okay, warum hast du da nicht alles aufgenommen? Es waren enorm viele Leute schon, das war dann schon am Nachmittag, so um 13 Uhr oder so, die Aufnahme, ich glaube 13 Uhr war es. Und da war alles voll, das hätte ich alles wegzensieren müssen. Aber ja, wie gesagt, hier haben wir das Teil. Dann habe ich das auch noch im GameStop mitgenommen. Für 3,99. Auch neu, geht bei eBay ungefähr für 9,99 weg. Und so kann man sich stacken sozusagen. Man investiert ein bisschen Geld, bekommt ein bisschen mehr zurück. Man investiert ein bisschen mehr Geld, bekommt ein bisschen mehr zurück. Und wenn man das Ganze dann zusammenzieht, wenn man hier die Preise, ich habe es aufgeschrieben, bei der Funko Pop machen wir ungefähr 5 Euro. Beim Playmobil 7 Euro Gewinn. Natürlich erst, wenn man es verkauft hat, man braucht auch Geduld dazu. Aber wenn man sagt, okay, ich habe halt nur 100 Euro, dann muss man das Ganze so angehen und das halt langsam machen. Natürlich nicht auf einen Tag. Natürlich konnten wir das jetzt heute nicht verkaufen. Ist ja ganz klar, ich muss es listen und so weiter. Das wisst ihr auch alle, das brauche ich euch nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, dann beim Sonic machen wir ungefähr einen 20er Gewinn. Hier bei den Duel Devastator Boxen, bitte schreibt es mir in die Kommentare, meine Freunde, wie man das ausspricht. Ich blamiere mich da wahrscheinlich gerade von ganzen Trading Card Game Skill an. Ich bin nämlich ein ziemlicher Noob in dem Bereich. Aber da habe ich halt auch 2 geholt, die mir uns ungefähr auch einen 10er Gewinn einbringen. Und wenn man das Ganze dann so zusammenlegt, die ganzen Gewinne, und reinvestiert, dann kann man sich so eine C64 kaufen für 79,99, die in Deutschland und in Österreich ca. für 120 bis 140 weggeht, in den USA. Da könnt ihr den Manuel aus dem Mitgliederbereich fragen, der hat das Teil in die USA für 200 Euro verschickt. 19 Euro Versand hat er gemeint, die hat er auch bezahlt, aber trotzdem, da hat er dann fast verdoppelt. Also wenn man sagt 79, ich weiß nicht, wie viel das er dafür bezahlt, ich glaube auch 79. Aber dieses Ding hier, ja, sieht auf jeden Fall auch richtig nice aus. Ich denke, würde es auch sehr gut in meinem Regal Platz haben. Dann sagen wir mal, wir bekommen hier die 100, 160 oder 150 dafür. Ich werde es für 159,99 bei unserem eBay-Shop anbieten. Da habe ich überhaupt keinen Stress. Wie gesagt, zur Not, vor Weihnachtszeit und so weiter. Irgendwer wird mir das Ding dann abkaufen. Und jetzt kommen wir zum Oberbringer. Als erstes noch kurz zu den Polybags, bevor ich es vergesse. Ich hoffe, das ist nicht so ein Kuddelmuddel hier. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass wir alles auch hier haben. Nicht, dass ihr meint, ich kaufe das oder ich sag's, ich habe es gekauft und gebe es dann gleich wieder zurück oder mache irgend sowas. Überhaupt nicht, meine Freunde. So bin ich auf gar keinen Fall. So, hier haben wir jetzt noch die Polybags. Ihr könnt ja mal schauen. Dieses Polybag 2,99 bei Müller. Könnt gerne schauen. Zwischen 6 und 9 Euro bei eBay. Und das Coole ist, mit den Polybags kann man auch sehr, sehr gut Bewertungen farmen, weil beim Versand kann da überhaupt nicht schief gehen. Man bekommt die für 2,99 bei Müller. Da gab es, bei Müller gab es mal so ein 20er Jahres Polybag vor 2 Monaten, das jetzt schon 20er wert ist, ungefähr 20 Euro.
Also da schaut immer ein bisschen rein, weil die reduzieren die Polybags und in Wirklichkeit, weil sie halt alt werden, in Anführungszeichen. Aber bei eBay steigt der Preis bei den Polybags. Könnt ihr gerne nachschauen, dieses Polybag hier. Dann könnt ihr auch gerne bei dem Polybag nachschauen. Selber Preis. Und dann könnt ihr auch gerne hier bei dem Polybag nachschauen. Den habe ich das andere auch noch mitgenommen. Nein, ich habe die drei Polybags jeweils zweimal mitgenommen. Hier könnt ihr sehen, hier sind die anderen. Die anderen, damit ihr es glaubt. Also hier und hier. Und die Polybags sind halt enorm nice, um auch den Shop ein bisschen zu füllen. Wenn man einen Lego-Shop hat, dann füllt man dann listet man die Polybags mit ein. Erstmal kann man schneller Bewertungen fahren, weil die sich häufiger verkaufen, also bei uns zumindest. Natürlich, wenn ihr jetzt zwei Polybags drin habt, keinen Lego-Shop habt, wieder dasselbe Spiel. Jetzt fasse ich nochmal ganz kurz für euch zusammen, meine Freunde, damit ihr wirklich den maximalen Mehrwert aus dem Ganzen mitnehmt. Es ist ein Irrglaube, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt 100 Euro und heute Nachmittag habe ich 500 Euro. Das funktioniert nicht. Das will ich euch wirklich schwarz auf weiß, ich will es euch einfach mitgeben, meine Freunde. Das ist wirklich eine wichtige Lehre, weil die meisten Reseller sind, oder die meisten noch von euch, sind noch zu ungeduldig, meine Freunde. Ihr müsst euch einen Shop mal aufziehen und den Shop dann in eine Nische zwängen, sozusagen. Natürlich könnt ihr einen Shop auch machen, wo ihr alles verkauft, aber auch nur zum Zweck, dass ihr dann eine Nische findet. Weil dann könnt ihr auch für so ein Polybag, für so ein Playmobil einfach den Preis verlangen und der wird dann auch bei euch gezahlt. Ihr könnt ja mal schauen, die großen Lego-Shops bekommen im Schnitt 30% mehr für ihr Lego wie einfach ein anderer eBay-Shop. Warum? Es ist mehr Trust, also mehr Vertrauen da. Die Leute kennen den Shop, sie haben dort schon bestellt, alles hat perfekt funktioniert. Das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das passiert auch nicht von dem Monat ins nächste Monat und auch nicht in einem halben Jahr. Das passiert auf 1 bis 5 Jahre irgendwo da drin. Und dann irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr der Shop seid, wo ihr 30% einfach mehr bekommt wie die kleinen Shops. So ist es einfach, meine Freunde. Und da müsst ihr euch einfach Vertrauen zum Kunden aufbauen, um auch die Preise dann besser zu erzielen und nicht einfach was kaufen und dann in einen Shop reinmischen, der überhaupt nicht nischenspezifisch ist. Das ist mal der erste Tipp. Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp, meine Freunde. Dann, wie gesagt, wenn ihr so eine Reselling-Runde startet, plant das Ganze vor, wie schon gesagt. Macht euch eine Route, setzt euch ein Budget. Habt nicht zu große Erwartungen, damit ihr nicht so enttäuscht seid. Es ist enorm schwierig. Ich habe 1000 Artikel ungefähr gescannt heute. Mein Akku war komplett leer von einem iPhone 11 Pro. Also der Akku hält für mal über einen Tag bei mir, wenn ich normal schreibe. War komplett leer, deswegen die Powerbank. Nehmt das Ganze als Lernprozess. Und ihr werdet dann auch besser, ihr findet dann schnell Artikel. Und jetzt kommt dann, wie ich das Ganze gehabt habe, letzter Laden, Mediamarkt, ging ich rein und gleich zu den Spielen nach hinten. Und dann sehe ich schon mit meiner ziemlich verdreckten Brille, dass da einfach eine Cyberpunk Xbox One X noch am Start war. Und dann sehe ich, dass dem die Hälfte reduziert wurde. Also von 500, 499 auf 249. Wir haben für dieses Ding hier 249 Euro bezahlt, meine Freunde. 249, ich halte es hier hin, vielleicht brauche ich es dann noch als Thumbnail. Also 249 haben wir für das Ding bezahlt. Ich gehe dann hin, da war so ein Mitarbeiter und ich habe halt dann gefragt, ob sie noch weitere haben um den Preis. Es war halt so ein großer Mediamarktzettel war hier drauf, wo halt handschriftlich so 249 drauf gestanden ist. Und dann habe ich halt gefragt, also nee, die wurde vorbestellt, wurde nicht bezahlt oder da hat sie irgendwas gehabt, hat sich abgeholt. Und die haben die um einen halben Preis jetzt da rausgegeben, auch wie die anderen Shops, also nicht nur der Mediamarkt, sondern auch bei Otto gab es die für ganz kurze Zeit statt die 4,99 um 2,99. Ist überall im Netz ausverkauft, das Ding. Genau das Ding mit dem richtig coolen Controller. Ihr könnt es sehen. Das ist überall im Netz ausverkauft. Und jetzt öffnen wir kurz mal eBay. Und ich habe schon geöffnet. Und jetzt schauen wir uns mal die Verkaufszahlen an, meine Freunde. Ganz kurz. Also, am 8. und am 9. Juni wurde das Ding insgesamt 20 Mal in Deutschland verkauft. Und immer so 398, 420, 450, 420, 490, 499 sogar, 429, 420, 405, 380, 410. Wenn ich das jetzt vorlese, dann denke ich mir, nice, weißt du, was ich meine? Natürlich habe ich recherchiert, natürlich habe ich gewusst, dass das Ding übelst viel wert ist, aber ich hätte nie damit gerechnet. Ich habe es dann so angefasst, ob es nicht leer ist oder so, und der mir dann sagt, nee, das gibt's nicht mehr. Ich denke so, wieso steht das noch da? Er hat gesagt, morgen haben sie das rausgeräumt und ich bin dann circa um,
Dann war ich beim Mediamarkt, das war schon nach Mittag. Das war der letzte Shop, es war schon nach eins. Und das Ding stand da einfach so und keiner hat es mitgenommen. Und ich dachte mir so, what the fuck. Ich musste dann sogar Geld holen, weil ich habe auf der Karte, die ich mitgehabt habe, ich habe die Kreditkarte meiner Freundin gegeben an dem Tag, was vielleicht nicht die schlauste Idee war. Nee, Spaß. Auf jeden Fall habe ich auf meiner Karte 400 pro Tag so ein Limit. Bankomatkarte, die blaue, haben wir in Österreich, kennt ihr wahrscheinlich. Auf der Kreditkarte natürlich mehr, aber es war einfach ein Limit drauf. Ich bin dann runter zum Schalter und habe mir dann 300 Euro geholt, weil ich auch nur mal sicher gehen wollte. Ich wollte auch nochmal einen Red Bull, also ich bin ein bisschen Red Bull addicted sozusagen. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, bitte gib's mir auf die Seite, stell die da weg, reservier mir das Ding. Ich habe mir das Geld geholt, bin rauf, hab's gekauft. Und wie ich dann, außerdem sind noch 3 Monate Xbox Gold dabei, was auch was wert ist. Ich weiß nicht, wie viel, weil ich nicht Xbox spiele. Aber dann bin ich raus aus dem Laden und im Auto dachte ich mir, oh mein Gott, mein Freund, du hast aber auch mega viel Glück immer. Und dann, ja, dann habe ich mich an meinen Berufsschullehrer erinnert, der hat ihm gesagt, es ist immer das Glück des Tüchtigen, das Ganze. Ja, meine Freunde, und so haben wir hier auch nochmal gut nach Abzüge der Kosten locker ein 100er Reingewinn gemacht, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, 100 Euro Reingewinn. Nach Abzügen aller Kosten, Nebengebühren und so weiter, mit dem Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich es holen soll, ich weiß nicht, ob ich es meinen Spätzl in Österreich, meinen Freund verkaufen soll für 400. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, vielleicht will es einer von euch. Schlagt mir mal vor, was ich mit dem Ding machen soll. Richtig heftiges Ding, schaut euch mal den Controller an, ich hoffe, man sieht es hier. Einfach nur nice, das Ding. Ja, das war der Reselling-Tag heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Content weitergeben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mehrwert liefern. Ich hoffe, ihr wurdet unterhalten von mir, meine Freunde. Ich habe mir enorm viel Mühe gegeben. Jetzt haben wir es 7:30. Als ich diesen Satz sage, ist 7:55. Jetzt muss ich das noch in das Video reinschneiden. Dann rendere ich das Ding und dann geht's auf YouTube. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. War eins der, ich glaube, das war das aufwendigste Video, das ich produziert habe auf YouTube bis jetzt. Und ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ich hoffe, ich konnte euch auch das vermitteln, was ich mit dem Video vermitteln wollte. Dass nicht alles schnell geht, dass man Step by Step das Ganze machen muss und dass man das Ganze aufbaut. Dass ich am Schluss dieses Ding dann finde, das ist echt, da gewinne ich fast im Lotto. Also das ist echt richtiger Zufall gewesen. Aber ja, wie mein Berufsschullehrer schon sagte, es ist immer das Glück des Tüchtigen, meine Freunde. Mit diesem Satz verabschiede ich mich an diesem wunderschönen Dienstag. Und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Abend, meine Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René.